Hey. Heute mache ich das Video zum Thema Hochsensibilität. Allerdings sage ich dir gleich, ich mag dieses Wort überhaupt nicht. Und ich verwende es auch im Alltag gar nicht mehr. Und vielleicht stoße ich damit auch manche Menschen vor den Kopf. Aber ich erkläre dir auch den Grund, warum ich dieses Wort nicht mehr verwende. Für mich ist das wie bei allen Krankheiten, es ist eine Schublade, in die jemand reingesteckt wird, aus der es ganz schön schwer ist, wieder rauszukommen. Und es hört sich so an, als wenn es was Krankhaftes ist, was Schlechtes ist, was man irgendwie wegmachen muss. Und ich bin ja eine Freundin von annehmen, was ist, und das ist dein Wesen. Ich verwende für mich den Begriff feinfühlig. Ich bin ein sehr feinfühliger Mensch. Ich nehme sehr stark wahr, was in Räumen für Energien sind, was da, wenn da mehr, viele Menschen sind, was da für eine Stimmung ist, was da für eine Atmosphäre ist. Wenn jemand raucht, dann muss ich die Straßenseite wechseln, weil der Qualm einfach zu stark ist und ich das nicht ausblenden kann. Genauso mit Geräuschen, anderen Gerüchen. Mir sind oft Dinge zu laut. Ich kann Auren wahrnehmen und wie es jemandem geht und kann mich da schwer abgrenzen. Ich kann die schwer ausblenden, die Geräusche. Ich muss dann den Ort wechseln. Ich kann nicht einfach sagen, okay, ich nehme das jetzt nicht mehr wahr und fand es immer bewundernswert. Ich hatte meine Klassenkameradin in der Heilpraktikerschule, die war Mutter von drei Kindern. Alle 50 Menschen waren da um sie rum und haben sich unterhalten und gelacht und getragen. Und sie saß da und hat in aller Tiefe gelernt. Sie hat das so intus in ihrer Großfamilie, dass sie da abschaltet, egal wie viel Trubel um sie ist. Das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Ja, ich bin leicht zu verunsichern. Wenn da, also ich, ja, ich bin einfach sehr feinfühlig, was so, wenn mir jemand etwas sagt, dann nehme ich das an und habe da nicht so eine harte Schale und sage, oh, kannst du ja gerne denken. Ich weiß, das ist cool, was ich mache. Ja, ich bin da einfach sehr feinfühlig und nehme mir die Dinge zu Herzen. Ich komme auch schwer klar mit Betrunkenen oder Menschen, die irgendwelche Substanzen genommen haben. Ich kann mich da schwer abgrenzen. Ich nehme sowas halt sehr stark wahr und das irritiert mich, das verunsichert mich einfach. Ja. Und trotzdem weiß ich, dass wenn ich das umkehre, dann sind es alles Talente und Fähigkeiten. Ich habe ja gesagt, ich kann Auren sehen. Ich bin halt, ja, ich mache mir meine Feinfühligkeit zunutze. Zum Beispiel habe ich mir einen Beruf gewählt, wo das total wichtig ist, mitfühlend zu sein. Und also nur für die, die es nicht wissen, ich bin ja Heilpraktikerin und arbeite in der Praxis mit Menschen, mit Gruppen. Ich mache Retreats, also längere gemeinsame Prozesse der Einkehr. Jetzt auch im Sommer und im Herbst wieder. Verlinke ich mal unten. Da freue ich mich, wenn viele dazukommen.
Meditationsretreat, Fastenretreat. Und ich suche mir Orte, wo ich so sein kann, wo ich meine Feinfühligkeit leben kann. Ja. Ich möchte dir auch ein paar Dinge erzählen, wie ich das geschafft habe, gut damit zu leben. Einmal habe ich es zum Beispiel auch gelernt, abzuschalten, wenn ich mit Patienten arbeite, dann nehme ich sehr viel wahr, dann habe ich innere Bilder, dann sehe ich vielleicht die Aura, dann habe ich eine starke Intuition. Aber wenn ich das den ganzen Tag so intensiv hätte, dann würde ich verrückt werden. Dann wären das wirklich viel zu viele Eindrücke. Deswegen habe ich gelernt, wenn ich in die Praxis gehe, dann fahre ich sozusagen mein Betriebssystem nach oben, meine Feinfühligkeit noch ein bisschen mehr nach oben. Und wenn ich fertig bin, fahre ich sie wieder runter. Und setze sie ganz bewusst ein, wenn ich das brauche. Ich habe mir ein Leben geschaffen, wo ich sehr viel Zeit für mich habe, weil ich es einfach brauche. Ich habe sehr viele starke Wahrnehmungen, sehr viele Prozesse, die in mir ablaufen, und da brauche ich einfach wirklich viel Zeit, um das zu verarbeiten, um in Stille zu sein, um wieder zu wissen, wer bin ich, was war das von den anderen, und um das einfach so zu trennen, um wieder ganz bei mir anzukommen. Und das finde ich auch nicht schlimm, weil wenn ich da angekommen bin wieder, dann kann ich wieder rausgehen. Dann habe ich mir ein Umfeld geschaffen, wo auch so Menschen sind wie ich, die genauso sensibel sind und die genauso eine Ruhefrequenz haben wie ich. Also in meinem unmittelbaren Umfeld, in meinem unmittelbaren Freundeskreis, da sind wir ähnlich, bin ich mit ähnlichen Menschen zusammen. Klar ist, wenn ich raus in die Welt gehe, dann kann ich mir das nicht so aussuchen, dann sind da auch andere, die lauter sind oder die unsensibler sind oder ja, oder einfach sind, und dadurch, dass es viele sind, ist es dann zu viel, aber in meinem unmittelbaren Umkreis wähle ich mir das aus, mit wem ich da zusammen bin, ganz gezielt. Ja, diesen Mut auch zu haben, sich mit Menschen zu umgeben, die mir gut tun, wo ich merke, da kann ich aufblühen, die akzeptieren mich so, die wissen, wie es mir geht, da kann ich so sein, wie ich bin, und das ist total wichtig. Und ich bilde mich auch immer weiter, und diese Feinfühligkeit baue ich immer weiter aus. Ich mache zum Beispiel ein Intuitionstraining im Herbst und biete das an. Und eine Freundin meinte so, oh, ich nehme doch schon so viel wahr, was soll ich denn jetzt noch mehr wahrnehmen? Und es ist wirklich eine Frage der Übung, des Umgangs damit. Also wenn du dir einen Ort schaffst, wo du zum Beispiel deine Feinfühligkeit einsetzen kannst, dann wird sie zielgerichteter. Ich möchte das an einem vielleicht einleuchtenden Beispiel erklären. Und zwar habe ich früher das Feedback bekommen, dass ich zu viel Raum einnehme, dass ich, wenn ich in einen Raum reinkomme, die ganze Aufmerksamkeit auf mich ziehe, und ja, das war in der Zeit ziemlich hart, aber ich habe dann gemerkt, dass es halt für mich wichtig ist, im Vordergrund zu stehen, also vorne zu stehen. Ich bin ja auch Dozentin, wo ich sozusagen vorne stehe, alle Aufmerksamkeit auf mich gerichtet ist und quasi das wie einen Raum gefunden hat, wo diese Eigenschaft sein kann. Und jetzt brauche ich sie nicht mehr im Privatleben so auszuleben, sodass ich anderen damit auf die Füße trete. Also die Feinfühligkeit, deine Feinfühligkeit, die brauchen Platz. Wo kannst du die leben? Hast du eine Arbeitsstelle oder
ein Hobby, wo du das ausleben kannst. Es gibt so viele Berufe, wo man diese Feinfühligkeit gut brauchen kann. Also überprüf, ob du da am richtigen Ort bist, wo du gerade bist. Wohnst du so, dass deine Feinfühligkeit okay ist? Oder bist du permanent in der Überforderung, permanent im Überfluss an Eindrücken? Und es geht nicht darum, einsam, allein irgendwo zu leben, weil man nichts mehr aushält. Ja, ich halte auch nichts von Desensibilisierung. Es ist nichts, sich da irgendwie zu trainieren und irgendwie zu glauben, dass du dann weniger sensibel wirst. Nee. Ich glaube, dass es wichtig ist, einen Ort dafür zu finden und sich ein Umfeld zu schaffen, in dem du so leben kannst. Also, wo du dich hauptsächlich aufhältst, dass das einfach stimmt. Weil dann kann es auch Momente geben, wo es vielleicht mal ein bisschen zu viel ist. Ja. Ja, ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen eine neue Sichtweise auf deine Hochsensibilität geben. Ich habe es jetzt nochmal verwendet, das Wort. Du bist genauso richtig, wie du bist und wunderbar. Und ich kann nur sagen, dass wir feinfühligen Menschen die Zukunft sind. Ja, das glaube ich ganz fest, dass wir schon so feine Wahrnehmungen haben, so bewusst sind unterwegs und ja, schon einfach wissen, wo es weitergehen wird. Wir sind die Pioniere, die voranschreiten und sich trauen, so viel wahrzunehmen. So viel zu spüren. Und dann die Welt dadurch zu verändern. In Kriegszeiten war es nicht möglich, so feinfühlig zu sein. Da wurden die Gefühle weggesperrt und jetzt ist die Zeit, wo wir sie rausholen können. Und es gibt so viele, die ihre Gefühle nicht spüren können. Und wir können sie ermutigen, wir können ihnen den Weg zeigen, wie das geht. Und dass es schön ist, so viel zu spüren. Ich hatte eine Zeit, da hatte ich keine Gefühle, da wusste ich nicht, was ein Gefühl ist. Da habe ich das alles weggesperrt und abgespalten. Und jetzt freue ich mich, dass ich so viel verschiedene Dinge wahrnehmen kann, so viel empfinden kann, eine so große Palette an Gefühlen spüren kann. Es bereichert mein Leben. Egal, ob es Traurigkeit ist, Freude ist, Angst, Liebe, Glückseligkeit, Verzweiflung, Unsicherheit. Ganz egal, es ist so schön zu spüren und zu fühlen. Ja, ich glaube, an dem Punkt lasse ich es. Ich wünsche dir alles, alles, alles Liebe. Und wenn du Unterstützung auf dem Weg möchtest, dann können wir gerne miteinander telefonieren oder skypen. Und ich freue mich, wenn ich ja, dir da vielleicht weiterhelfen kann. Also, bis zum nächsten Video oder auf irgendeinem anderen Weg. Ciao!